Hallo zusammen und damit heiße ich euch auch diese Woche wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von uns. Eine ganze Woche habe ich hier in die Recherche gesteckt, um irgendwas über diese Location herauszufinden, aber ich kann euch sagen, wirklich viel kam nicht bei rum. Aber ich will da nicht zu viel vorne wegnehmen, es gibt einiges zu klären, zu erzählen und ich habe auch einen finalen positiven Durchbruch erzielen können, allerdings hat es mit dieser Location eher weniger zu tun. Interessant war es dennoch, aber ich würde sagen, kommt am besten mit auf Tour. Allzu lang geht das Video ja leider nicht, aber mehr gab es ja auch nicht zu sehen. Deswegen wünsche ich euch nun viel Spaß hier mit diesem Clip. Und wenn euch verlassene Orte hier im Osten Deutschlands grundsätzlich interessieren, dann findet ihr dazu über 90 Folgen auf unserem Kanal und jede Woche Mittwoch auch eine neue. Also reinschauen und abonnieren lohnt sich und nun rein ins Video. Wir sind UrbexLE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch vermutlich eine Rauchwarnzurichterei. Denn das ist das einzige, was ich über diese Location herausfinden konnte. Die Adresse war schwierig herauszubekommen. Ich habe mir im Internet etliche Seiten angeguckt. Zwischendurch hatte ich 12 Tabs offen, wo ich verschiedene Sachen mir angucken konnte. Ich war in Foren unterwegs, war auf Denkmalschutzlisten unterwegs, hatte mir alte Stadtpläne angeguckt, historische Telefonbücher, Adressverzeichnisse und Firmenverzeichnisse. Denkt ihr, ich habe dort irgendwas gefunden? Es war eine Katastrophe. Ich habe wirklich gar nichts herausgefunden. Stundenlange Recherche umsonst. Aber gut, sei es drum, manchmal ist es eben so. Fakt ist, dass der einzige Anhaltspunkt hier eine Rauchwarnzurichterei ist und tatsächlich macht das Gebäude auch nicht viel mehr her, als dass es sowas sein könnte. Am Anfang dachte ich zwar, dass es sich hierbei um ein Nebengebäude des daneben befindlichen Otto Schwarmer Verlages handelt, dazu hatte ich schon ein Video gemacht, das blende ich euch jetzt hier oben rechts ein, aber es handelt sich hier tatsächlich um ein eigenständiges kleines Gewerbe. Zur Location brauche ich glaube ich nicht allzu viel erzählen, es war viel zerstört, viel kaputt, einiges konnte man gar nicht mehr betreten und tatsächlich sind wir bloß auf dieses Areal gekommen, weil wir in das Gebäude nebenan wollten, aber ja, wie das halt manchmal so ist. Was auf jeden Fall sehr positiv sich auswirkte und meine Recherchearbeit auf jeden Fall doch noch in ein positives Licht gerückt hat, ist, dass ich durch diese starke Recherche hier zufällig auf eine andere Location gestoßen bin und konnte tiefgründige Informationen hier endlich zu einem Ort herausfinden, wo ich schon lange plane, den euch endlich zu zeigen, weil wir hier tolle Aufnahmen machen konnten. Also abonniert auf jeden Fall unseren Kanal, hier kommen noch viele, viele tolle Sachen, wo ich im Prinzip nur noch auf den richtigen Recherche-Input warte, damit ich euch endlich was dazu erzählen kann, was auch Sinn macht. Denn ich möchte ja nicht irgendwas erzählen. Bleibt da auf jeden Fall dran. Es gibt hinterher noch einige wenige Bilder, die wir hier schießen konnten. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, lasst euch von dem Schnee hier draußen nicht aufhalten. Und dann hören und sehen wir uns hoffentlich nächste Woche Mittwoch wieder. Dann habe ich wieder was Neues für euch am Start. Bis dahin, macht's gut und ciao.